Hallo, mein Name ist Ceylan Atech. Ich bin Anwältin, Autorin und Moscheegründerin. 2021 wünsche ich mir für alle Frauen auf dieser Welt ein freies, selbstbestimmtes Leben. Susi ruft als Muezzinin zum islamischen Gebet. Imamin Mana predigt zum Freitagsgebet, das Männer und Frauen gemeinsam begehen. Was in den allermeisten traditionellen Moscheen undenkbar ist, ist in der liberalen Berliner Ibn Rushd Goethe-Moschee gelebter Alltag. Jahrelang für diesen gleichberechtigten Weg gekämpft, hat Moscheegründerin Ceylan Atech, die genau weiß, dass immer noch viel zu tun ist in Sachen Frauenrechte, auch und gerade am Internationalen Frauentag am 8. März. Wenn man sich die islamischen Gesellschaften anschaut, dann sind da die Frauen alles andere als gleichberechtigt. Und sie werden aus religiösen Positionen, also als Autoritäten nicht anerkannt, aus religiösen Orten weggedrängt. Ihnen wird gar nicht das Recht erteilt, überhaupt Autoritäten zu sein. Insofern gilt, wie für andere Religionen auch, dass der Islam als Religion vielleicht theoretisch vieles möglich macht, aber das Patriarchat, also die Vorherrschaft des Mannes, am Ende doch alles bestimmt. Die Moscheegründerin zieht Bilanz und verweist dabei auch auf die Bundeskanzlerin. Wenn ich mir so die letzten Jahrzehnte anschaue und die gesamte Weltkarte, dann sehen wir, dass Gewalt gegen Frauen, Femizide, Ehrenmorde, häusliche Gewalt, Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung, all diese Grässlichkeiten, die Frauen erleben müssen und Verbrechen, dass sie nach wie vor existent sind und in einem Maße existent sind, dass wir sagen können, dass wir nur kleine Schritte geschafft haben. Dennoch, wenn man sich einzelne Länder dieser Erde anschaut, und da muss man auch wirklich fair sein, gibt es große Sprünge auch. Man darf nicht vergessen, dass wir seit 16 Jahren eine Frau an der Spitze unseres Landes haben. Dinge, die undenkbar gewesen wären noch vor 100 Jahren. Für den Internationalen Frauentag hat sie einen Wunsch. Wenn ich einen Knopf drücken könnte und die Welt wäre so, wie sie idealerweise meiner Vorstellung nach wäre, dann hätten wir eine sehr bunte, sehr plurale Welt, in der wir wirklich teilweise extremste Gegenvorstellungen haben und Lebensmodelle und trotzdem unglaublich entspannt miteinander leben. Die Frauen und Männer in der Berliner Moschee wollen sich weiter für die Umsetzung dieser Vorstellung einsetzen.